Fangen wir gleich mit der Frage an. Wir wissen, der Handel hat sich vor allem in der Corona-Zeit extrem schwer getan, weil zu diesem Zeitpunkt natürlich Online-Handel extrem nach oben gegangen ist und so wirklich das alte Niveau hat man auch nie wieder erreichen können, oder? Ja, wir haben wirklich die Situation, dass einfach durch die Corona-Pandemie, durch die Teuerungskrise sich das Kaufverhalten verändert hat. Die Menschen haben halt primär für die eigenen vier Wände sowohl die Kreditraten begleichen müssen, dann die hohen Energiekosten und damit ist weniger im Börsel geblieben und am Ende vom Geld war oft noch viel Monat über. Dazu kommt natürlich, dass stark eher auf Konsumprodukte gesetzt wird als im täglichen Leben. Seit diesen verwerfenden Jahren ist es so, dass man eher Lebensmittel, Drogeriewaren, was man nötig halt bezieht, auch kauft, aber eben auch Mehreinnahmen durch die Kollektivvertragserhöhungen der Löhne in Freizeit, in Reisen, in Dienstleistungen ausgibt und weniger in diesen klassischen Investitionsgüterbereichen. Und die sind auch im Jahr 2023 zurückgegangen. Das heißt, Möbel, Elektro, Waren, all das ist mit einem realen und auch nominellen Minus rausgegangen. Ja, weil Möbel hat ja eigentlich in der Corona-Zeit sogar noch ein leichtes Plus gehabt, weil die ja praktisch die Leute sich praktisch zu Hause gemütlich machen wollten und das ist jetzt auch praktisch wieder weggefallen. Prinzipiell ist es so, dass eher in den hochpreisigen Sektoren mehr gespart wird oder eher im Mittelfeld, weil bei den niedrigpreisigen Sektoren wird man nicht viel sparen können, oder? Wir erleben, dass bei allen Konsumgütern um 13 Milliarden mehr ausgegeben wurde im letzten Jahr. Das heißt, genau die Bereiche, wenn es darum geht, dass man in ein Wirtshaus geht, wenn es darum geht, dass man eine kleine Reise, ein verlängertes Wochenende verbringt, da gibt man wieder Gelder aus, wenn man genug zur Verfügung hat, weil eben die anderen Bereiche, wo man zahlen muss, wie Bankzinsen und Gebühren, schon erledigt sind oder Energiekosten. Was aber sehr stark leidet, sind die Mittel- und Langfristinvestitionen, das heißt Mittelfristinvestmentgüter ist auch ein Schuh, weil den kaufe ich nicht nur für den unmittelbaren Verbrauch, sondern haben länger und all das hat schon ein Stück weit verloren, genauso wie eben alles, was in der Pandemie unter Balkonien und Cocooning in Möbel ins eigene Heim geflossen ist, in Pflanzen und in das Umfeld, da ist jetzt um fast 5 Milliarden weniger umgesetzt worden und so verschiebt sich einiges. Aber eben auch die Bezugswege der Konsumentinnen und Konsumenten, das heißt China-Shops mit Billigware sind am Vormarsch, oft mit sehr problematischen Chemikalien, die enthalten sind und da gibt es einfach unschöne Entwicklungen, die dringend klar reguliert werden müssen. Ich darf es gerne nennen, weil jeder, der auf Social Media unterwegs ist, weiß, dass aktuell Temu da ganz vorne ist und unglaubliche Rabatte auch bietet, vor allem für Neukunden, die dann über Instagram beworben werden, die Produkte. Und teilweise sind es halt wirklich fürchterliche Fakes. Also man sieht das dann auch in den Rezensionen der jeweiligen Kunden, die das Zeug dann zu Hause haben und enttäuscht sind, weil das oft beim In-die-Hand-Nehmen auseinanderfällt. Wie Sie gesagt haben, es gibt da zum Beispiel auch eine Geschichte, die ich gehört habe, über Atemschutzmasken, die aber mit Chemikalien verpestet waren. Das heißt, da hätte praktisch sozusagen die Chemikalien direkt inhaliert durch die Maske. Also das sind wirklich gefährliche Sachen auch dabei. Definitiv. Also wir haben die Situation, dass man teilweise durch diese Fernost-Plattformen wie Temu, Shein und andere Mode bezieht, die man eigentlich nur als Einwegverpackung bezeichnen kann, weil noch einmal tragen kann man es wegschmeißen und darüber hinaus ist natürlich gerade für Spielwaren ein großes Alarmsignal, dass laut Europäischen Spielwarenverband 95% aller Fernostprodukte, die in die Kinderzimmer kommen, mit Schadstoffen und Chemikalien versetzt sind, die in Österreich und in Europa niemals zugelassen werden würden und das heißt, während sich Fernosthändler frei wie Vögel bewegen, sie haben keine Regeln halten müssen, haben wir als österreichische Händler eine wahre Ritterrüstung an Bürokratie, an Hürden, an zusätzlichen Lohnnebenkosten und wenn man bei einem Sprint immer durch unfairen Wettbewerb der Zweite im Ziel ist, dann wird es schwieriger, auch wenn man besser ist und der österreichische Handel ist besser. Er ist der größte Beschäftigungsgeber, wir haben gute Löhne, wir haben qualitative Produkte, aber natürlich muss man dieser unfairen Konkurrenz, Sie haben schon angesprochen, auch regulativ begegnen. Das heißt, wir haben ein Phänomen, dass zwei Drittel aller Pakete falsch verzollt sind, die in unser Land kommen. Also wir reden von Millionen insgesamt und das ist, glaube ich, schon ein besorgniserregender Faktor, werden heuer von den Österreicherinnen und Österreichern 1 Milliarde Euro bei China-Webshops ausgegeben. Es ist klar, dass genau dieses Ausgabeverhalten keinen einzigen Arbeitsplatz finanziert, keine Steuergelder für Sozialstaatabgaben bereitgestellt wird und gleichzeitig wird natürlich durch so einen China-Shop noch staatlich subventioniert von China der Werbedruck so erhöht, dass egal nach was man sucht, sofort eben diese Anbieter im Vordergrund stehen und oftmals per Verlust trotzdem die Marktanteile gewinnen, dass sie eben den Einfluss und damit auch den Standort in Europa ein Stück weit schädigen.
Aber muss man nicht als Handel auch in Österreich akzeptieren, dass es generell einen Trend ins Internet gibt? Das wird nicht weniger werden, sondern tendenziell vermutlich eher mehr. Und da muss man ja sagen, online ist ja jetzt nicht per se schlecht, weil es können ja auch österreichische Händler Online-Waren anbieten, obwohl, wenn ich mir dann Shopping.at anschaue, dann weiß ich, wie es nicht geht, um ehrlich zu sein. Das hat nicht sonderlich gut funktioniert und die Preise waren extrem überteuert. Also insofern, das hat alles in Österreich nicht so gut funktioniert bis jetzt. Woran scheitert das? Wir haben einen E-Commerce-Anteil auch in Österreich von 13%. Das heißt, auch die österreichischen Händler haben tolle Webshops. Aber es ist einfach der Unterschied der, wenn man in Asien mit Kinderarbeit teilweise produziert, überhaupt keine Standards eingehalten werden, dann kann man es natürlich günstiger produzieren, mehr Menge produzieren, als wenn man sich täglich fast 3 neue Regeln gibt auf EU-Ebene und auf nationaler und alles auf Punkt und Beistrich einhält, den Mitarbeitern auch eine Überzahlung gibt, Zuschläge zahlt, die höchsten Lohnnebenkosten in Europa hat, und da geht natürlich eine Schere auf. Und wenn man die nicht entsprechend in den Griff bekommt, dann wird es schwierig. Klar ist, dass wir tolle Webshops haben, super Lösungen, auch die Händler in Österreich. Aber wenn man so eine unfaire Situation hat, dann ist es ein regulatorisches Versagen. Der Handelsverband als freie Vertretung, also überparteilich, hat die Wettbewerbskommissarin Vestager dazu befragt und um Unterstützung ersucht, aber auch den Finanzminister Magnus Brunner, weil dort liegt auch der Zoll und da sind ja auch Millionen, die an Staatseinnahmen dadurch entgehen. Unsere zentrale Forderung ist, dass diese Zollfreigrenze von 150 Euro auf 0 gesenkt werden muss, weil derzeit ist es einfach so, dass falsch deklariert wird, dass kein Zoll entrichtet wird, und wenn es darum geht, dass ein iPhone bestellt wird oder ein hochwertiges Handy mit 800-900 Dollar, dann wird es in der Deklaration oft via BWFON um 100 Dollar ausgewiesen und damit ein kompletter Zollabgabenbetrag umgangen. Wenn man von einer Milliarde, die die Österreicherinnen und Österreicher heuer kaufen werden bei AliExpress, Temu, Shein und Co. Sprechen, dann und man circa von 4,5% Zollabgaben ausgehen müsste, wenn es korrekt deklariert ist, reden wir von 45 Millionen im wenigsten, was dem Staat heuer in Österreich entgeht. Es landen täglich 35 Großraumfrachtflugzeuge in Europa, wo die Produkte verteilt werden, während die österreichischen Händler klimaschonend über Schiff tagelang auf die Ware warten. Und so wird halt einfach das quersubventioniert als Einzelpakete, eben dann diese Grenze untermauert und unterwandert. Und das führt unsere Volkswirtschaft in eine Gefahr, denn als Erster verlieren wir die Wettbewerbsfähigkeit und als Zweiter verlieren alle Menschen im Land den Wohlstand, wenn es so weitergeht. Also was Sie fordern ist, dass wenn man bestellt außerhalb der EU, dann auf jeden Fall Zölle drauf kommen. Solange es in der EU ist, würden ja da praktisch keine Zölle anfallen, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. In Schengen meine ich natürlich. Naja, es passiert immer so, dass es, also wir fordern einmal, dass diese Zollfreigrenze von 150 auf 0 Euro gesenkt wird. Das war schon bei der Einfuhrmehrwertsteuer so, dass wir 6 Jahre lang gebraucht haben, dass wir die auf 0 setzen. Und damit wird durch den Multiplikator Digitalisierung einfach ein schlechtes Geschäftsmodell in die Welt exportiert. Nachdem Europa keine eigene große digitale Plattform hat, ist der Kunde Europa sehr beliebt. Und wir stellen uns dem Wettbewerb, weil wir locker mithalten können durch unsere Geschäftsflächen, die Nähe zum Kunden. Aber es kann nicht sein, dass wir hohe Lohnnebenkosten zahlen, dass wir diese ganzen Abgaben haben, während andere vogelfrei komplett agieren. Und das muss jedem Kind klar sein, dass man nicht nur die eigenen Konsumenten schädigt, was die Gesundheit betrifft, sondern eben auch insgesamt den Gesamtstandort. Eine Sache ist, es gibt die sogenannte Flock-Verordnung, das heißt Very Large Online Platforms. Da gibt es Zusatzregulierungen, dass dann praktisch Gesundheitsberichte abgefragt werden müssen, die Produktsicherheit abgeklopft wird. Shein fällt schon rein, Temu noch nicht, und es ist eine dringende Forderung, dass die Kommission hier auch Temu in dem Fall dem unterwirft, weil alleine heuer wird diese Plattform weit über 100 Millionen umsetzen in Österreich. Ja. Andere Sache sind ja die Lieferkettengesetze, die aktuell diskutiert werden. Das würde ja schon auch für den Handel mehr Aufwand bedeuten. Auf der anderen Seite könnte man nicht gerade solche Sachen ausschließen, wie eben Kinderarbeit oder dass giftige Produkte in die Handelskette kommen. Dazu hat sich der heimische Handel und der europäische auch verpflichtet. Aber das Problem ist, wenn alle dann aus Fernostländern wie China und Bangladesch sich nicht an dieses Lieferkettengesetz halten müssen und alles im wilden digitalen Westen rein exportieren, ja, wie sollen wir uns dann wettbewerbsfähig verhalten können? Das ist ja genau dieses Unfair Play. Und daher muss ein Lieferkettengesetz und übrigens alle anderen 10.000 Regelungen auf europäischer Ebene eben auch für all jene, die nach Österreich exportieren, aus dem Drittstaatenausland gelten. Das heißt, heimische Politik sollte jetzt die Wirtschaft in den Vordergrund stellen und nicht die Zettelwirtschaft. Dann kommen wir weiter.